So Leute, und damit herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Let's Play Gothic 2. Lasst doch bei Gelegenheit ein bisschen Liebe da. Wie ihr wisst, haben wir in der letzten Folge das Portal geöffnet. So, allerdings habe ich aber auch erstmal gesagt, weil das zum Zusatz gehört von dem Spiel. Also das ist jetzt der Teil, wo die Nacht des Raben ist. Werden wir jetzt einfach mal hier noch ein bisschen einsammeln, bevor wir dann zurückgehen und in unserer alten Strafkolonie uns wieder hin, also ob, dass wir dann uns zur alten Strafkolonie bewegen. Verstehe ich nichts. Weil das ist mir da auch erstmal wichtig, etwas weiterzukommen, bevor wir dann hier alles in Angriff nehmen werden. Laborflasche. Ja, Alchemietisch. So, würden dann an der Stelle wieder mal durchs Portal zurück. Und würde ich sagen, dass wir das hier erstmal später in Angriff nehmen. Suchen wir erstmal hier oben. Ach, guck mal einer an. Es lohnt sich. So. Haben wir hier noch irgendwas liegen? Wie ihr gerade oder wie ihr in der letzten Folge schon auf dem Ladebildschirm gesehen habt, es werden sehr viele neue Monster auf uns warten. Oder beziehungsweise neue Monster werden hier in diesem Teil der Insel erwartet. Wird es nochmal um einiges schwerer machen. Aber ich hoffe, dass wir dann hier soweit alles durchkriegen. Auch wenn es schwer fällt oder schwer wird. So, was haben wir denn hier noch? Trank. Ein Wasser. Noch ein Wasser. Piratensäbel. Wie viel Angriff hat der? Nötigte Stärke 60, 65 Schaden. Ah, ja gut. Können wir immer noch nicht nehmen oder tragen. Uns fehlen 12 Stärkepunkte. Und wie ihr wisst, bekommen wir mittlerweile immer nur 5 Stärkepunkte für 10 Lernpunkte. Das ist ziemlich mühselig. Das heißt, Monsters besiegen, Monsters besiegen, Monsters besiegen. So. Ich habe, wie gesagt, jetzt... Sonntags werde ich jetzt immer Ruhetag machen. Das heißt, es gibt von Montags bis Samstag 2 Videos pro Tag, außer sonntags. Alter, mach mal einen halben hier. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Mal ohne Witz, Leute. Ich habe mich jetzt richtig erschrocken. Was war das denn jetzt für eine Aktion von den Mistviechern? Alter Vater, ey. Mir ist richtig gerade einer flöten gegangen, Leute. Ich hoffe, hier kommen jetzt nicht noch mehr Ratten auf uns zu. Weil nach links können wir nicht wirklich gehen. Wenn ihr rechts und links da die Steinwächter seht, wisst ihr schon... Wisst ihr schon ganz genau, dass da gerödelt wird. So. Ab durchs Portal, würde ich an der Stelle sagen. Oh. Dauert ein bisschen länger als erwartet. Oh. Und da sind wir auch wieder. Und an der Stelle würde ich dann sagen... Ab zur Gefängniskolonie. So. Und an der Stelle würden wir dann hier den Teleporter nehmen. Boah, ich mache mal eben kurz nochmal eine Fackel an, Leute. Das ist very dunkel. Very dunkel. So, was machen wir denn jetzt? Vom Schlösserknacken. Ja, können wir immer noch nicht. Ey, ich dreh am Zuckerli. So, hier ist auch der
Hier ist auch das Gitter von der anderen Seite. So, an der Stelle würde ich sagen, laufen wir jetzt erstmal, weil wir den Wolf und den Ork gerade nicht... Ja, hey, hey! Komm mit! Mika, kümmere dich! Komm her! Mika, kümmere dich! Schon wieder eins von diesen Biestern! Oha. Hau ihn weg! Hau ihn weg! Hau ihn weg! So, erstmal einen Trank zu uns nehmen. Was soll der bist denn? Alter, was geht denn hier ab? Ich dachte, Mika kann einiges einstecken. Ach ja, genau. Alter Schwede. Warum mischt die andere Stadtwache sich eigentlich nicht ein? Ich verstehe es nicht. Alter, wieso ist denn... Wieso ist denn jetzt Mika abwandern gegangen? Ich dachte, das wäre so ein unsterblicher Charakter. Ja, anscheinend habe ich mich an der Stelle geirrt. Ja, jetzt verschwinden die in den Bäumen. So. Grobes Breitschwert. Hat weniger als unser Zahnstocher. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ey, das kann nicht wahr sein. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Schon wieder eins von diesen Biestern. So, das war's mit dir, du Mistvieh. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Alter Schwede, Leute. Ey, das kann jetzt nicht sein. Wieder eine Person weniger, ja? Boah, Mika, Ruhe und Frieden, ey. Das ist jetzt echt ein hartes Stück. Also, ich meine, glaube ich, zu wissen, es wäre ein unsterblicher Charakter in diesem Spiel, aber letztendlich, ja. Er wurde getötet. An der Stelle dann mal eher weniger. Letztendlich hatten wir ja vor, zur Strafkolonie bzw. Gefängniskolonie wieder. Das heißt, einerseits haben wir hier jetzt noch einen Gegner, aber den kriegen wir locker easy alleine umgehauen. Das ist nämlich der Wolf. Komm ran hier, mach keine Mucke. So. Ja. Jawohl. Das kann alles nicht wahr sein. Dass der Mika da jetzt vom den Flattermann gemacht hat. Tut mir richtig leid. Letztendlich hat aber uns die Stadtwache geholfen. So. Und jetzt begeben wir uns auf den Weg in die Gefängniskolonie, um halt, wie gesagt, für Lord Hagen diesen Beweis zu erbringen. So, hier geht's nämlich lang. Werden wir hier nochmal abspeichern, weil ab hier weiß ich absolut nothing, was uns erwarten wird. Ja, da vorne. Ey, hau ab mit Keiler. Nein, ey. Och, ey, Leute. Jetzt mal ohne Witz, ne? Manchmal ist das echt hier zum Mäusemelken. Manchmal ist das hier richtig zum Mäusemelken. Aber Keiler sind erstens Rudeltiere und zweitens, wenn die zusammen anfangen uns zu rödeln, haben wir absolut noch keine Chance dagegen. Ach ja, genau, Lurker. Noch mehr Keiler.
Vorne ist ein Scavenger. Den nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Komm her. Komm her. Alter, verdammt. Alles, was wir jetzt schon bewegen können, werden wir natürlich mitnehmen. Alter, verdammt. Wir sind eine Stufe aufgestiegen. Einerseits ziemlich gut, dass wir eine Stufe aufgestiegen sind. Letztendlich bringt uns das jetzt aber auch gerade im Moment nichts. Ja, genau, Äpfel essen. Das bringt ja genau. Wo kommst du denn auf einmal her? Ja, moin. Hier ist auch noch einer. Ich hoffe, hier ist irgendjemand, der uns helfen kann. Oh, da vorne steht jemand. Ja, moin, warum läuft der uns hinterher? Hast du sie noch alle? Ja, er kommt immer noch. So, Garn. Das ist also Garn. Dann zeig mal, was du kannst. Alter. Ein Mist wie weniger. Ja, genau, als ob du den niedergeknüppelt hast. So, Garn. Würde ich mal sagen, quatschen wir erstmal mit ihm. Weil er ist ja, wie gesagt, auch Angehöriger des Ring des Wassers, Boomster. Was ist deine Aufgabe beim Ring des Wassers? Abfahrt. Ich halte für uns den Eingang zum Pass im Auge. Wer reingeht und wer rauskommt. Seit die Paladine das Tor zum Pass verschlossen haben, tat sich da allerdings recht wenig. Schon etwas von den vermissten Leuten gehört? Natürlich. Deswegen sollten wir ja auch alle die Augen aufhalten. Aber um ehrlich zu sein, habe ich noch nicht sehr viel davon mitbekommen. Okay. Ziemlich weitläufig, euer Land hier oben. Ist ganz nett. Aber wenn du durch den Pass da hinten gehst, dann wirst du das nicht mehr denken. Wenn dich dieser kleine Landstrich hier schon beeindruckt, dann wird es das Minental dahinter erst recht. Was muss ich über das Minental wissen? Keine Ahnung. Ich habe nur einmal einen flüchtigen Blick über das Tal geworfen. Sah ziemlich gefährlich aus. Am besten, du entfernst dich nicht allzu weit von den Trampelpfaden, wenn du durch den Pass dort hinten gehst. Entweder du nimmst den Weg durch die große Schlucht oder den Weg über die Steinbrücke. Der ist kürzer und ungefährlicher. Jetzt, da die Orks überall herumstreuen, sollte man sich schon ein wenig vorsehen. Ich will dich ja nicht zur Kräuterhexe schleppen müssen. Kräuterhexe? Ihr Name ist Sagitta. Sie ist die Heilerin der Bauern und der anderen Bewohner außerhalb der Hafenstadt. Ein recht seltsames Frauenzimmer. Niemand geht wirklich gerne zu ihr und alle zerreißen sich gerne das Maul über sie. Aber wenn du krank bist, findest du keine bessere Hilfe als Sagitta und ihre Heilkräuterküche. Du findest sie in dem Waldstreifen hinter Sekops Hof. Ja, moin. Was macht die Jagd? Das letzte Tier, das ich erlegen konnte, war eine große Ratte. Nicht sehr ermutigend und schlecht fürs Geschäft. Seit ein paar Tagen streift so ein schnaubendes Tier in der Gegend herum. Es tötet nicht nur alles, was sich bewegt. Es stört mich auch bei meiner Arbeit. Wie sieht dieses gefährliche Tier aus? Ich weiß es nicht genau. Ich habe es bisher nur hauptsächlich schnauben und kratzen hören. Aber ich habe gesehen, was es anrichten kann. Selbst Wölfe sind vor ihm nicht sicher. Einem hat das Biest sogar den Kopf abgebissen. Ja, moin. Was würdest du zahlen, wenn ich das Tier für dich erledige? Ich würde demjenigen, der es tötet, alles geben, was ich entbehren kann. 30 Goldstücke. Bäh. Woher kommt dieses Mistvieh? Irgendwo aus den Wäldern. Vielleicht auch aus dem Minental. Aber genau weiß ich das nicht. Ich war noch nie im Minental. Na gut. 30 Goldstücke nur für was schnaubt und kratzt. Na, herzlichen Glückwunsch. So, wie gesagt, wir wollten als erstes erstmal in die Minenkolonie. Sträflingskolonie, Gefängniskolonie, keine Ahnung, wie es auch immer genannt wird. So. Bist du sicher, dass du da rein willst? Ich befürchte, du wirst nicht sehr weit kommen. Die Orks stehen auf der anderen Seite. Ja, moin. Wenn es einen Weg ins Minental gibt, werde ich ihn finden. Gut, dann geh. Geh mit Innos. Danke, danke. So. Gefängniskolonie.
Da vorne geht schon wieder los, das Gerödel. Ja, letztendlich gehen wir in unsere alte Heimat, ne? Würde ich an der Stelle mal behaupten. Ja, moin. Ist ja noch ein junger Wolf. Hä, warum sind das nur junge Wölfe? Also ich verstehe jetzt gerade die Welt nicht mehr. Warum rennen hier junge Wölfe rum? Das Spiel dafür so ausgelegt, dass wir schwache Gegner erst haben? Oder dass wir schon viel früher hier hätten hingemusst? Ich habe keine Ahnung. Oh, über die Steinbrücke. Hier wartet doch hundertprozentig wieder was auf uns. Ja, ich wusste es. Auch wenn es nur Riesenratten sind. Aber ich wusste es auf jeden Fall. Komm dran jetzt hier. Ja moin. Wir haben aber diesmal schnell aufgegeben. Wie weit ist der Weg denn hier eigentlich noch? Ich habe auf jeden Fall gesagt, hier über diese Steinbrücke, glaube ich, war das. Genau. Ach, guck mal. Da haben wir ein paar Goblins. Die werden wir uns noch mitnehmen. Ja, genau. Noch mehr geht nicht, oder was? Bei eins. So, gerade so eben geschafft mit Hängen und Bögen. Dieses Kampfsystem ist, glaube ich, auch mehr Glückssache als alles andere. Also, echt, das ist jedes Mal aufs Neue Glück, dass ich solche Kämpfe überleben tue. Und das sogar immer echt extrem knapp. Ihr habt selbst die Lebensanzeige unten links in der Ecke gesehen. Die war schon ziemlich runtergerockt. Aber je mehr Monster wir killen, auch auf Risiko, desto mehr Erfahrung haben wir und desto stärker können wir werden. Und das ist letztendlich aber auch entscheidend am Ende des Spiels. Vom Schlösserknacken verstehe ich leider nichts, oder? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Sag ich doch. Oh, weia, ey. So. Dann werden wir mal jetzt letztendlich Richtung Minental gehen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Erfahrungspunkte, um Stärke dazu zu gewinnen. Aber da wir jetzt nur 5 Stärkepunkte pro Dingens kriegen. Ja, dann kommt alle auf einmal oder was? Was sind das für welche? Gott sei Dank waren das jetzt nur junge Wölfe. Oder, ja genau, junge Wölfe. Weil erwachsene Wölfe, da wäre ich jetzt nämlich gar nicht dran vorbeigekommen. Obwohl wir die auch schon gut gerödelt haben. Allerdings aber auch immer nur im Zweierpack. Paket. So, und letztendlich wollen wir dann jetzt mal Richtung Minenkolonie. Und da sind wir auch schon. Oha. Es sieht einerseits etwas ver... Oh, warum ist das denn hier so dunkel? Ah, guck mal einer an. Wir sind aus einem der Minenschächte jetzt gekommen.
Oh ne. Oh ne. Oh bitte nicht. Nein. Bleib fern. Bleib fern. Hau ab. Feldräuber können wir ab. Feldräuber können wir ab, aber ich sehe genauso wenig wie ihr. Ohne Witz jetzt, Leute. Alter, ich muss eine Fackel anmachen. Sonst sehe ich nichts. Alter, warum ist das denn hier auf einmal so dunkel? Was für eine Rune. Was für eine Teleport zum Pass im Minental. Ja moin, als ob es hier im Spiel schon Runen gibt. Oh, weia. Das Spiel wird sehr interessant. Noch. Ey, ich geh kaputt. Wir folgen jetzt erstmal wieder den altbewährten Weg, so wie in Teil 1. Oder am Anfang von Teil 1. Wie gesagt, ich sehe genauso wenig wie ihr. Oh. Zwischenfilm. Ja, moin. Und wie gesagt, das Spiel wird nicht einfacher. Dass jetzt noch Drachen gekommen sind. Schwer mit dem Schätzen, Leute. Schwer mit dem Schätzen. Wie viele? Ich hoffe, dass wir jetzt hier bald mal endlich jemanden treffen werden, den wir kennen. Oh. Komm her. Der uns ein bisschen mehr hier über die Gegend erzählen kann. Ah, meine Herren, ey. Es wird nur gerödelt, ne? Alter Schwede, alter Schwede. So. Altbewährt abspeichern. So, und selbst wenn wir jetzt noch niemanden treffen, werden wir trotzdem die bis 25 Minuten angelegten Folgen so weiterführen. So, da vorne steht schon einer. Würde aber an der Stelle sagen, danke erstmal fürs Zuschauen, lasst bei Gelegenheit auch ein bisschen Liebe auf diesem Kanal da. Und ich würde sagen, an der Stelle machen wir das nächste Mal in der nächsten Folge weiter. Quatschen mit dem Typ da vorne. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Hier bei Gothic 2, euer Skettro.